Mahlzeit. So, ist eine Weile her, dass ich mal wieder ein Video gepostet habe, aber über den Winter ist halt auch nicht so viel zu tun. Bisschen Rähmchen sauber machen und so ein Kram, kommen noch mal Videos, aber da war jetzt nichts, was ich für wert hielt, auf Kamera zu befestigen oder festzuhalten. Wie man sieht, wir haben heute 15 Grad, so wie die letzten drei Tage, Bienenflug massiv. Die Bienen tragen teilweise schon ein bisschen Pollen ein. Auf dem Stand habe ich bis auf 2-3 Mini Plus, wo ich Reservekönigin geparkt hatte, wie man auf der Sequenz eben sieht oder gleich sieht, überall Bienenflug, sodass ich guter Dinge bin, dass die alle gut überlebt haben. Ich werde jetzt mal reingucken, bevor jetzt die Leute wieder schreien, wie kann man im Februar schon die Völker auseinandernehmen. Ich werde jetzt natürlich hier nicht großartig irgendein Brutnest auseinanderreißen, das ist eh noch nicht da, sondern ich werde vorsichtig oben reingucken. Die Völker sind hier alle geschiedet, sodass ich da eigentlich nur gucke, ob da noch genug Futter da ist oder ob ich irgendwo was umhängen muss. Ansonsten lasse ich das eigentlich alles so, wie es ist. Guck nur mal rein. Wobei ich, wie gesagt, anhand von Bienenflug und Polleneintrag eigentlich ziemlich sicher bin, dass da alles gut ist. Bei den meisten werde ich wahrscheinlich einfach nur einen Blick durch die Folie werfen und gar nicht großartig reingehen. Beim nächsten Stand sieht es anders aus. Da habe ich einen Teil nicht geschafft zu schieden. Da werde ich mal gucken, wie es aussieht. Ob ich was ranhängen kann an den Bienensitz sozusagen. Aber das sehen wir dann auf dem nächsten Stand. Hier gucken wir einfach mal rein, was los ist. Aber hier werde ich nicht großartig stören, weil die sehen so gut aus. So, ich habe mich mal wieder in meinen Astronautenanzug gepellt. Aber nützt ja nichts. Das erste Volk ist noch ein zweizagiges im Zanderformat. Das wird dann im Zuge der Bruterneuerung, denke ich, spätestens einmal umgestellt. Dann sind wir jetzt von scheinen die Damen hier oben zu sitzen. Wo ich da einmal einen kleinen Blick unten reinwerfe in die zweite. Zu gucken. Ich denke fast, dass wir da die zweite abräumen können. Das oben ein bisschen. Ich denke, da können wir die zweite unten wegnehmen. Die sitzen oben in der ersten. In den Boden frei. Und vorne das Flugloch auf. Die ist ziemlich schwer noch, die Zarge. Also da will ich jetzt auch nicht großartig gucken, ob die genug Futter haben. Das fühlt sich gut an. Die dürfen einfach so bleiben. Einfach wieder Deckel drauf. Blechhaube und fertig.
Nächstes auch nochmal Zanderformat. Oink. Noch Smoker. Die sitzen hier ganz schön. Die sitzen auf 1, 2, 3, 4, 5 Rähmchen. Auch die lassen wir einfach so, wie sie sind. Dann drehe ich euch mal zur ersten Dadant drüber. Rein. Sieht doch gut aus. Wir füllen das voll aus. Da gucke ich eigentlich nur. Ja, schwer genug. Da brauche ich nicht mehr auseinandernehmen. Das ist jetzt, ich sag mal, die Wabengasse ist nicht besetzt, ansonsten haben wir 1, 2, 3, 4, 5 besetzt, wobei die natürlich bei den Temperaturen schon breiter gelaufen sind. Aber das sieht ganz gut aus. Dann kommt eine Zardant. Das war, glaube ich, eine, die ein bisschen schwächer war. Den werden wir wohl noch mal ein bisschen Futter dazu hängen müssen, vermute ich fast. Oh ne, die ersten sehen gut aus. Da vermute ich, dass die es nicht gepackt haben. Also entweder haben die noch mal still umgeweiselt hier zum Schluss. Aber die sind auf jeden Fall nicht mehr da. Die scheinen hier einfach rechts und links sich zu bedienen. Also das Volk räumen wir auf jeden Fall ab. Auch deswegen sollte man einmal durchgucken, weil wenn die jetzt wieder aktiv werden, hilft das ja nichts, wenn die quasi leer geräubert werden und rechts und links sozusagen zur Räuberei anstiften. Die mache ich gleich mal leer und dann gucken wir die anderen Völker auch durch und dann melde ich mich gleich nochmal. So, wir sind jetzt bei meinem anderen Bienenstand angekommen und dann nehme ich euch mal exemplarisch durch ein oder zwei Völker mit. Da zeige ich euch mal, was ich bei den anderen jetzt gemacht habe bzw. machen werde. Die Völker sind alle ungeschiedet gewesen bis jetzt. Das heißt, da habe ich zwar Schiede drin, aber die hängen nur als Platzhalter sozusagen drin am Rand. Das sieht man hier gleich schön. Das sind alles Zardant-Völker bis auf vier Dadant. Hier sieht man schön rechts und links im Prinzip als Platzhalter einfach das Thermosheet drin. Dadurch, dass die so dünn sind, passen da immer noch 9 von den Zardant-Rähmchen rein. Das ist eigentlich ziemlich cool. Die sind zwar dann eng, aber man hat so ein bisschen Puffer, wobei man das eigentlich nicht braucht. Was wir jetzt hier machen, ist einmal gucken, wo sozusagen das Brutnest anfängt. Jetzt werden wieder Leute schreien. Warum nimmt er die auseinander? Aber wie gesagt, wir haben heute 15 Grad. Ich schwitze mir hier einen zurecht unter meiner Kutte. Jetzt ist ordentlich Bienenflug vorhanden. Bei dem Volk muss ich gleich zum Beispiel auch nochmal Futter dazu hängen von einem von den Schwächeren, denke ich. Weil die relativ leer sind.
aber es ist voll mit Bienen. Das erklärt natürlich auch, hier fängt das Brutnest an, sodass wir sozusagen hier einen Sheet setzen. Ein bisschen Platz machen. Und dann gucke ich, bis wo es geht. Auch noch Brutnest. Hier sieht man schön verdeckelte, da schlüpfen sogar demnächst die ersten sozusagen. Die meisten Völker habe ich jetzt auf 3 bis 4 Rähmchen geschiedet bei dem Zerdantmaß. Da darf man sich nicht täuschen lassen, das ist ja relativ viel. Das sind locker 4 bis 5 normale Zanderwaben. Hier hinter würde ich normalerweise schieden im Moment. Ich gucke mir aber die nächste trotzdem noch an. Da ist nur noch Pollen drauf. Die kommt dann sozusagen hinters Sheet. Sodass wir das Brutnest im Moment auf 3 Zerdanträmchen hier haben. Jetzt gucke ich bei den nächsten einfach, ob da noch... Ah, hier sieht es mit... Hier ist ordentlich Futter drin. Das ist halb voll mit Futter. Was ich jetzt machen werde, ist im Prinzip das Brutnest nochmal mittig rüberschieben, dass wir rechts und links die gleiche Anzahl haben an Futterwaben. Tut man sich ein bisschen leichter und die Bienen auch. Deckel drauf, fertig. Der Eingriff hat jetzt 3 Minuten gedauert, keine Ahnung. Und wie gesagt, bei den Temperaturen sehe ich da auch keinen Grund zur Sorge, dass da irgendeine Biene verklammt oder was auch immer. Nächste Volk. Auch da nehmen wir erstmal die Platzhalter rechts und links raus sozusagen. Damit wir ein bisschen schieben können. Später im Jahr sind dann nicht mehr 9 Rähmchen drin, sondern noch maximal 8. Aber zum Überwintern gebe ich lieber eins mehr. Die sind auf der Seite auch schon ordentlich am Futter abnehmen. Also ich vermute, dass die auch ordentlich brüten schon. Noch keine Brut. Pollen. Und ein bisschen Futter. Da haben wir Brut. Das war uns auch wieder. Das weiter. Da das Sheet hinhängen. Platz machen hier. Dann gucken wir wieder, wie weit es geht. Hier ist die Königin zu sehen. Hier oben eine von meinen Nachzuchten vom letzten Jahr mit einem weißen Punkt. Das heißt, die Wabe ist auf jeden Fall Brutnest. Dann die nächste auch. Da brauche ich gar nicht gucken, wenn die dazwischen läuft. Das Einzige, wo ich jetzt gucke, ist die letzte hier. Da ist nur Futter drauf, sodass wir das Sheet hier hinsetzen. Deckel drauf, fertig. Haben wir auf 1, 2, 3, 4 Zerdantwaben geschiedet. Da gucken wir erst in 2 Wochen oder sowas, je nachdem wie das Wetter sich entwickelt, wieder rein. Die haben genug Futter und genug Platz. Und so sah es bis jetzt bei allen anderen hier aus. Die anderen mache ich jetzt wieder ohne euch. Mal gucken. Abspann gibt es jetzt frisch geduscht aus dem Garten, weil sich mein Handy vorhin nicht abgeschaltet hat und ich eine Dreiviertelstunde quasi aufgenommen habe. Eigentlich wollte ich euch auch noch 2, 3 andere Völker zeigen von dem zweiten Stand. Das war nicht mehr möglich, weil, wie gesagt, Handy war aus. Insgesamt war auf dem zweiten Stand nur 2 Verluste von den, ich glaube, 20 Völkern, die ich da habe. Einmal ein buckelbrütiges, das habe ich abgefegt. Und eins, was nicht mehr da war. Weiß nicht, Varroa-Schaden oder sowas, keine Ahnung. Und ein kleiner Rest mit Bienchen da, also deswegen vermute ich Varroa, aber wissen tue ich es nicht. Insgesamt hatte ich nur 6 Verluste, wobei das bis auf die 2 an dem Stand
sieben Verluste, bis auf die zwei in dem Stand, alles alte Königinnen waren, die eigentlich wahrscheinlich schon im letzten Herbst hätten aussortiert werden müssen. Da hatte ich aber keine frischen Königinnen mehr, sodass das nicht passiert ist. Hätte man also besser irgendwo mit draufsetzen können, vereinigen können. Wieder was gelernt. Alle anderen Königinnen, die neu waren, sind durchgekommen. Also das sind von den, ich hatte 25, glaube ich, gemacht, sind 23 durch, plus noch ein paar von den älteren. Also prinzipiell zufrieden. Die sechs oder sieben sind doof, aber verkraftbar, sage ich mal. Ja, jetzt ein bisschen auseinandernehmen die Beuten, sortieren, was noch an Futterwaben da ist. Das kommt dann auf die neuen Völker drauf, die jetzt noch da sind. Wenn da irgendwo noch mal ein bisschen Futtermangel ist, weil wir haben ja auch erst, ich sag mal, Mitte Februar, das heißt, es kann auch noch mal kalt werden. Sodass die Völker, die jetzt einfach draufgegangen sind, als Futterlieferanten dienen, haben die auch noch einen guten Zweck erfüllt, einfach ein paar Futterwaben im Herbst produziert. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich gehe gerne drauf ein, ich beantworte so gut ich kann jede Frage. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.